So, ich bin noch mal mit einem eingeschobenen Video jetzt, weil ich noch mal euch ein bisschen verbildlichen wollte, wie das jetzt ist in diesen Sektoren. Und zwar gehen wir dazu mal zu einer ganz bestimmten Map, wo es mir persönlich am meisten aufgefallen ist. Und zwar Quatsch. Das war die. Ach, ja. Diese Map hier. Wenn das jetzt die richtige ist. Ja, ist die richtige. Und zwar geht es um einen ganz kleinen speziellen Raum. Den Raum hier. So, no clip. Der Raum hier. Hier ist es nämlich ganz besonders. Wir haben hier nämlich, wie man sehr schön sieht, ja, sowas wie ein Himmel. Und da oben haben wir eine Bebauung. Das Problem ist nur, diese Bebauung. Kann man jetzt ein bisschen schön auf hier aufkommen? Na egal, jetzt mach auf Fliegen. Fly. Da. Hier ist eine unsichtbare Wand, die kann man nicht durchqueren. Und der Grund, warum das so ist, ist, weil das, was wir hier sehen, gar nicht mehr Teil der Map ist. Na? Unsere Map geht nur von da unten. Hallo, bitte gehen Sie weg von mir. Ich habe kein Interesse an Staubsaugern. Bitte gehen Sie weg. Ich möchte das nicht. Bitte können Sie jetzt? Egal. Weil wir haben hier drin ein Inventar. Wir haben hier drin ein Gebäude. Das heißt also, wir haben bereits einen Raum. Und dementsprechend kann hier oben kein anderer Raum sein. Also hat sich der Entwickler dieser Map gedacht, gut, wie kann ich dafür sorgen, dass hier eine Schräge ist, die man sieht. Weil normalerweise sind Gebäude soja begrenzt. Heißt also, es geht eine Wand hoch und damit ist dieser Sektor vorbei. Der Sektor geht von hier unten bis hier oben. Da wo ich jetzt gerade imaginär gegen knalle. Auch hier ist also praktisch über mir eine Decke, nur ist diese mit einer ganz speziellen Textur bezeichnet. Und zwar eine Textur, die GZ-Doom verwirft und stattdessen den Himmel zeichnet. Beziehungsweise bei OpenGL halt die Textur komplett verwirft und GZ-Doom, OpenGL praktisch einfach die Skybox zeichnet. Wie hier bei dem Raum kann man das nochmal sehr schön sehen. Das ist praktisch das gleiche wie draußen. Man hat einen Boden, eine Wand und eine Decke. Nur dass die Decke draußen, wie gesagt, eine Textur hat, die durchscheint, deswegen man hier den Himmel sieht. Das Problem mit diesem Konstrukt ist allerdings, man kann nicht über diesen Rand drüber gucken. Man kann hier oben also keine Schräge bauen. Genau das wollte man aber hier. Man wollte hier oben eine Schräge drauf haben. Normalerweise geht die Wand hier vorbei. Und da hat sich der Entwickler etwas erdacht. Also der Entwickler von GZ-Doom und anderen Engines, wie man das machen könnte. Und kam einfach auf die Idee, okay, wenn es Texturen gibt, die speziell behandelt werden, zum Beispiel Skybox, dann können wir noch eine andere Textur erstellen. Und diese Textur hat es in sich. Und zwar ist auch hier eine Textur, allerdings nicht der Himmel. Was wir hier sehen, ist also gar nicht primär der Himmel, sondern ein sogenanntes 3D-Portal. Portal deswegen, weil alles, was wir hier betrachten, ist in einer anderen Dimension. Wir gucken also über uns, hier sieht man ja, über uns, hier wieder runtergesprungen, hier hängen wir an einer virtuellen Wand, ne? Wie könnt ihr hören? Heißt also, ihr könnt euch anhand dessen diese Wand vorstellen, hoffe ich mal. Wenn nicht, dann wird das Video ein bisschen sehr schwer zu verstehen sein. Also wir bewegen uns hier auch unter einer virtuellen Wand. Und diese virtuelle Wand ist ein Portal.
Heißt also, wir gucken hier nicht in den Himmel, sondern in einen anderen Raum. Und dieser andere Raum, der kann nicht hier sein. Weil wir haben ja im vorigen Video, also im Let's Play Video, das was vor dem Video offen, öffentlich geschalten wurde von mir, haben wir gelernt, dass nicht ein Raum über einem anderen Raum sein kann. Also müssen diese Räume, map-technisch, das was wir jetzt hier sehen, getrennt sein. Und genau das können wir auch betrachten. Seht mal her, ich bin jetzt hier draußen. So, Follow Modus off. So, das ist jetzt, jetzt nicht falsch, das ist jetzt hier der Bereich, der äußere Bereich. Und innerhalb dieses äußeren Bereichs kann man hier kein Dach sehen. Warum? Weil keiner da ist. Und jetzt kommt das Verrückte. Schaut mal hier. Hier ist ein Bereich der Map, den man von der Map aus niemals erreichen kann. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Das hier ist die Map, die hier drauf ist. Und das kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Wir gehen einfach mal zu der Map. Jetzt wird es schwarz und voila. Ja, das ist Rendering-Fehler, weil, ja. Aber jetzt seht ihr, jetzt sind wir im oberen Bereich. Auch hier können wir wieder nicht nach unten. Weil auch das ist wieder ein Raum. Und zwar der obere Raum. Und hier, ich weiß nicht jetzt warum das jetzt hier speziell hier ist, wahrscheinlich um die Wolken darzustellen. Hier seht ihr auch wieder den Boden und auch der Boden. Hier ist wieder ein Portal, der sowohl Menschen als auch Licht durchlässt. Heißt also, wenn dieser Portal nicht entsprechend kodiert ist, wirkt er wie eine Wand. Es gibt aber auch Portale, wo man tatsächlich durch kann. Dann geht man praktisch, wenn ich jetzt hier hingehe, wenn ich jetzt hier nach unten gehen würde, dann würde ich hier unten wieder rauskommen. Also, jo, der Rechner stockert hier ganz schön. Der würde ich bei dem entsprechenden Äquivalenten hier unten rauskommen. Sehr schön zu sehen ist hier diese Treppe. Ich bin jetzt praktisch genau auf der Treppe. Auf der Treppe sage ich schon. Hier auf diesem Steg, wie auch man es nennt, auf der Überquerung. Das heißt also, ich gucke von dieser Position auf den Boden runter. Bei dem Boden hört mein Blick praktisch auf. Ich sehe aber nicht den Boden, sondern mein Blick wird an dieser Stelle, wo der Boden ist, umgelenkt. Und zwar, ich hoffe, dass der Rechner jetzt nicht schon wieder... Also geht immer noch, stockert immer noch. Und zwar, auf dieser Stelle wird die Fläche umgelenkt. Da gehen wir jetzt mal ganz kurz hin. Ja. Da war ich gerade. Und von dieser Position aus wird dann das Bild weiter gerendert. Und ihr seht, hier bin ich jetzt eigentlich auf der Map. Und kann hier wiederum nicht nach oben. Und das ist praktisch so die eine Beschränkung, die Doom hat. Und diesen Effekt mit diesem Portal, wo man durchgucken kann, kann man auch noch anderweitig benutzen. Und zwar... da muss ich hin. Tada! So. Okay. Ich starte mal ganz kurz die Map neu. Normalerweise war auf dem Boden hier eine Reflexion. Ich weiß gerade gar nicht, warum hier wirklich keine Reflexion. Ah, doch, hier ist die Reflexion. Wieso war die jetzt gerade weg? Gut, okay. Weiter Text. Diese Reflexion, die wir hier sehen. Achso, ja, kill all Monster. Ach, damit kill. Okay, gut. Das ist natürlich ein Bug in der Engine. Okay. Wird gelaufen. Dann müssen wir das mal doch kurz zulassen und ich muss die Monster manuell killen. So. Okay, also, jetzt sind wir hier.
Bam. Diese Reflexion, die wir hier unten auf dem Boden sehen, habt ihr wahrscheinlich gerade schon gemerkt, die kann weggehen, okay, ist jetzt aber nicht das, was ich meine, sondern diese Reflexion wird gar nicht als Reflexion berechnet. Sondern auch dieser Boden hier ist ein Portal. Und zwar auch wieder ein Sichtportal. Heißt also, ich kann dieses Portal nicht passieren. Ich kann nur drauf rumlaufen oder, im Falle, wenn es eine Decke wäre, gegenspringen. Die Blicke, die hier praktisch den Boden passieren, rennen dann zum einen den Boden und das, was in dem Raum unter dem Boden ist. Und das, was unter dem Boden ist, seht ihr über mir. Wenn ihr jetzt mal ganz... Ja, dieser Raum, in dem war ich noch nie drinne. Trotzdem wird er schon dargestellt. Warum? Weil ich ihn sehe. Und zwar unter mir. Auch das kann ich euch mal wieder ganz kurz zeigen. No Clip. So. Und zwar gehen wir jetzt mal Richtung Toiletten. Achtung. Spooky, spooky. Ja, das ist hier... hier ist was anderes. Das hier. Tada! Ich muss wieder Flug einschalten. Fly. So. Ich präsentiere. Wir sind unter dem Fußboden. Auch hier gilt wieder, das, was wir hier sehen, sehen wir nicht, sondern wir sehen hier die Decke, wo ich jetzt gerade gegenstoße. Bumm, ouch. Wo denn wieder der andere Raum gezeichnet wird. Das heißt also, das, was wir von oben als Reflexion betrachten, seht ihr, sind einfach nur Texturen in dem unteren Raum. Weil die Engine als solches könnte Reflexion berechnen, ja, tut sie aber nicht, weil es zu rechenlastig wäre für einfache Rechner. Deswegen haben wir uns halt für diese Methode entschieden, weil die technisch wesentlich einfach umzusetzen ist. Ist zumindest jetzt meine Herleitung. Ob es da auch noch zusätzlich andere Gründe gibt, weiß ich nicht, aber das ist das, warum ich denke, dass sie das so gelöst haben. Und hier gilt wieder genau das Gleiche. Die Blicke, also mit Blicke meine ich jetzt die Berechnung des Sichtbaren, geht durch diese Decke durch, tritt dabei aus dem Fußbund des Raums heraus und berechnet von dort aus in den Raum. Wir sind also hier das Gleiche, wie wenn wir direkt in dem unteren Raum wären, wie als wenn wir hier stehen würden. Und da zur Decke gucken würden. Und das ist praktisch dieser Trick, wie man zum einen mehrere Flure darstellen kann, also mehrere Räume übereinander, und zum anderen praktisch solche Sachen wie Reflexion darstellen kann, ohne dass die Grafikkarte direkt eine Reflexion berechnen muss. Und jetzt gehen wir nochmal, ich hoffe, ich finde die Map. Das war glaube ich hier. Ja, perfekt, oder? Doch, war das, genau. Ich lasse mal die Monster, nicht, dass dabei auch wieder alle Effekte verschwinden. Das wäre blöd. Ich gehe allerdings wieder in den God-Mode. Was muss ich noch? No Target. Damit werde ich hier wirklich auf mich aufmerksam. Jetzt kann ich hier langlaufen, ohne dass er mich hier hässlich will. Aber das sind alle Sheets, die könnt ihr selber euch raussuchen. Jetzt gehen wir noch mal draußen für den Bereich. Achso, ID KFA, damit haben wir alle Schlüssel. Und ID Clip, damit können wir durch Wände gehen. Oh, vielleicht könnte ich auch noch aktivieren. Mache ich am besten noch gleich mal. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, ich bin ganz anders. Hier sind wir. So, wie schon erwähnt, der Raum, den wir hier sehen, endet an dieser Fläche. Ich muss mal ganz kurz... Und hier ist nämlich jetzt vielleicht was ganz Besonderes. Achtung, nicht erschrecken. Ich hoffe, das Ganze funktioniert auch. Den können wir passieren. Eigentlich ist hier, jetzt bin ich praktisch in einem anderen Raum und passiere jetzt eine Mauer. Jetzt bin ich also in einem anderen Raum. Ein Raum, nächster Raum. Nur, dass diese drei Wände von dem Raum auch Portale sind. Und durch diese Portale, das sind sogenannte Interactive Portals. Heißt also, durch die kann man nicht nur durchgucken, sondern auch durchlaufen. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob ich diesen Raum tatsächlich auch auf der Map finde. Das wird jetzt ein bisschen tricky,
Erstmal freischalten. Und jetzt heißt es suchen. Weil bei der Map habe ich mich noch nie nachgeschaut. Ein und Automap Show All Lines. Also. Oh, schade, finde ich. Gut, damit kann ich mit euch leider nicht direkt den Raum besuchen. Ich hatte eigentlich gehofft, der ist hier irgendwo direkt sichtbar. Wahrscheinlich ist der Out of Bounds, heißt also etwas, was ich mit der Kamera nicht hindern kann. Gut, dann machen wir es mal kurz anders. Achso, ja. Ich muss natürlich wieder noch Glück spielen. Achso, das ist hier was anderes, das kann ich euch auch noch gleich erklären. Das ist aber nicht das, was ich jetzt primär suche, sondern das ist was anderes. Ich würde nur gerne wissen, wo das ist. Was ist das da? Achso, das ist der Raum. Ah, nee, das scheint hier etwas versteckter zu sein. Eigentlich schon, ja, mal schade. Ich hätte es euch so gerne gezeigt. Gut, ich versuche mal kurz was. Set Display Option. Quatsch, nein. Set Display Mode, das da. Das brauche ich mal ganz gut, sonst kann man nämlich sehr witzig schieben. Oh. Gut, okay, kann ich euch nicht zeigen. Also, das müsst ihr mir glauben. Wie gesagt, das gibt es ja auch auf Videos auf YouTube, wo das beschrieben ist mit diesen Interactive Portals. Damit kann man zum Beispiel auch Räume übereinander machen, wo man dann praktisch durchfahren kann, etc. Das ist ganz witzig. Und jetzt will ich euch mal was anderes zeigen. Und zwar Bezug auf Skyboxen. Da ist nämlich genau das gleiche Thema. Dazu gehen wir jetzt mal zu einer ganz speziellen Map, die ich persönlich sehr schön finde. Map. Idee, das war. Oh, da muss ich jetzt gucken. Das weiß ich nicht mehr. War das die? Ja, perfekt. Auf Anhieb getroffen. Ich bin so stolz auf mich. So, no target. Gott. Gott, bin ich gut. Okay, also, wir klären gleich mal. No flip. Und was nehmen wir noch? Fly. So, damit sind wir jetzt komplett aktiv. Und zwar möchte ich euch das hier zeigen. Tada! Okay, wir sind jetzt also hier. Das hier ist eine Map, die ich später noch sehen werde. Deswegen werde ich euch die jetzt nicht zu genau zeigen. Darum geht's. Wir sehen hier eine Skybox. Skyboxen sind generell daran erkennbar, dass egal wie ihr euch bewegt, die Skybox selber bewegt sich niemals mit. Also wenn ihr euch dreht, dreht sie sich natürlich mit, klar. Aber seht mal her, ich laufe, ich kann springen. Aber die Skybox bleibt immer gleich im Fokus. Daran erkennt man sehr schön Skyboxen. Jetzt, als allgemein, das hat jetzt nichts mit dem Thema an sich zu tun, aber wollte ich gleich mal gesagt haben. So, und jetzt haben wir ein Problem. Diese Skybox ist offensichtlich auch reell. Das heißt also, es ist kein Bild, das irgendwie dargestellt wird, sondern es ist eine real existierende Map. Nur, diese Map ist ja nun offensichtlich unter unserer Map. Das Witzige ist nur, ich hatte doch gerade eben gesagt, dass das nicht funktioniert.
Ja, und das tut's tatsächlich auch nicht. Wir gehen mal ein bisschen rum und dann zeige ich euch mal was ganz, ganz Witziges, was ultra verrückt ist. Und zwar ein Bereich, den man normalerweise mit der Map nicht erreichen kann. Ich aktiviere, obwohl da konnte ich auch falsch nicht so hin navigieren. Ich weiß ja. Ach, da hinten ist es ja schon. Da hinten ist es ja schon. Ah, komm. Kommst du? Kommst du? Kommst du? Ist es das hier? Ja. Tada! Kann man mich sehen? Achtung! Das hier ist unsere Skybox. Ich laufe jetzt quasi gerade auf der Skybox rum. Das ist die Map, die wir vorhin gesehen haben. Seht ihr? Die Skybox hat verblüffende Ähnlichkeiten. Und hier gilt wieder genau das Gleiche. Man kann bei GZ Doom oder bei Z Doom allgemein sagen, dass ein bestimmter Teil der Map, der natürlich sinnvollerweise sonst nicht Bestandteil der Map ist, heißt also innerhalb des Spiels kann man diesen Ort nie erreichen. Es ist also so gesehen fürs Spielerlebnis als solches komplett unnütz. Den Raum wird man ohne Noclip niemals betreten können. Der ist aber dafür da, damit die Skybox in diesen Ort gemappt werden kann. Das heißt also, alles das, was wir hier draußen als Skybox sehen, ah, das hat man mich gerade gesehen, da ist, ne? Da hinten. Alles das, was wir hier sehen, ist Teil dieser Map. Das heißt also, wenn ich jetzt auf dieser Map laufe, laufe ich auch in der Skybox. Also ich habe natürlich Fliegen aktiviert. Jetzt fange ich natürlich an zu fliegen. Bap, nicht gefallen. Ja? Ich laufe praktisch auf der Skybox. Ja, ich laufe hier zu der Ecke und laufe auch bei der Skybox zu der Ecke. Tada! Bam, er lässt mich raus. Und so basiert praktisch dieses gesamte Konstrukt, dieses gesamte Doom, ja, Mapping-Konzept sozusagen, dieses Mapping-Konzept basiert praktisch darauf, man kann immer nur einen Sektor übereinander haben. Heißt also, immer dann, wenn man mehrere Sektoren übereinander nehmen möchte, immer dann, wenn man eine Skybox haben möchte, die eine reelle Map darstellt, muss man sich den Trick bedienen, dass man mit diesen Portalen arbeiten kann. Das geht extrem gut. Und vor allen Dingen haben diese Portale extreme Vorteile. Weil es lassen sich praktisch alle Features. Achso, siehst du, diese Stadt da übrigens kann ich auch mal besuchen gehen. Die ist gleich hier vorne. Ja, wer hätte es gedacht? Und jetzt seht ihr, wie ich wie Godzilla durch diese Stadt laufe. Da. Na, Godzilla ist vielleicht ein bisschen übertrieben, also wird man ein bisschen größer sein. Kann man mich ganz groß darstellen? Ach nein. Jetzt bin ich groß. Oh, jetzt wirklich riesig. Die Stadt gehört mir, greift die Stadt an. So, ja, und das wollte ich nur noch mal zu diesem Portal Sachen haben, erzählt haben. Wie gesagt, weiterführendes Material gibt es auf YouTube en masse. Ich habe dieses Video hauptsächlich deswegen gemacht, weil das meiste, was es halt bei YouTube so gibt, ist halt Englisch. Heißt also, Leute, die Englischsprache nicht ganz mächtig sind, werden da nicht mit sehr glücklich. Und die Quellen, die ich in Deutschland gefunden habe, waren für mich persönlich jetzt nicht gerade so zufriedenstellend mit der Erklärung. So viel nochmal zu dem Map-Konstrukt. Ansonsten wird dann die nächste Folge wieder ganz normal Gameplay sein. Gutchen. Dann hoffe ich, ihr hattet mit meiner kleinen Einführung in das Map-Geschehnis ja, einen Anreiz, selber mit zu programmieren und Weltmeister zu werden und alle zu zerficken.